CDU-TV meldet sich heute aktuell vom politischen Aschermittwoch 2010 in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern und hat für Sie Bilder und Töne eingefangen. Frau Bundeskanzlerin, können Sie sich eigentlich noch an die Anfänge des politischen Aschermittwochs hier in Demmin erinnern? Ja, ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Das ist jetzt ja der 15. und Martin Brick, der damalige Landwirtschaftsminister, hatte die Idee. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war etwas skeptisch, ob die Menschen im Norden zum Aschermittwoch kommen. Es hat sich aber herausgestellt, es war von Anfang an ein wirklicher Renner und so ist es auch geblieben. Was ist das Besondere an diesem Termin? Das Besondere ist, dass klare Aussprache gepflegt wird, dass wir eine klare politische Botschaft natürlich auch geben können. Und ich freue mich natürlich als CDU-Vorsitzende, dass die CDU hier im Lande stark ist und dass wir auch vor Ort sehr stark verwurzelt sind. Und das zeigt sich auch bei den vielen Anwesenden, die zum Teil große Strecken jetzt bei dem Schnee zurücklegen, um hier dabei zu sein. Gleich geht's los. Die Halle platzt aus allen Nähten. Wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Rede? Natürlich beschäftigt uns die Wirtschaftskrise, die Frage, wie können wir Arbeit schaffen? 20 Jahre deutsche Einheit, was ist gelungen und was muss noch geschehen? Und was leistet die christlich-liberale Koalition? Denn wir sind natürlich in Berlin sehr zufrieden, dass wir eine Regierung haben, die auch mehr für Arbeit tun wird und mehr für den wirtschaftlichen Aufschwung. Wir sind die Partei, die Maß und Mitte hat. Wir sind die Partei, die ein Angebot an alle Menschen macht. Wir interessieren uns nicht nur für Gruppen, sondern für alle. Und das hat die soziale Marktwirtschaft stark gemacht und das wird auch unser Credo bleiben, meine Damen und Herren. Weil wir doch wissen, das Wichtigste sind Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, die den Menschen Chancen und Hoffnung und Zukunft geben. Und für die müssen wir gemeinsam weiter kämpfen. Wir sagen, soziale Marktwirtschaft bedeutet Stärkung der Leistungsträger und genauso Solidarität für die, die nicht so viel leisten können. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben ja derzeit einen ganz normalen Winter in Deutschland, auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, auch wenn manche Leute das derzeit anders sehen. Und insofern bin ich sehr froh, dass so viele Menschen heute hier wieder nach Demmin gekommen sind, um unsere Bundeskanzlerin zu hören, die aus dem Landesverband kommt und die jedes Jahr wieder zum politischen Aschermittwoch, wenn irgendwie möglich, kommt. Und das ist ganz wichtig, auch für die Menschen hier im Land. Eine ganz fantastische Veranstaltung, die mich sehr beeindruckt hat. Ich bin das erste Mal hier dabei gewesen. Mir hat es sehr gut gefallen. Also für mich war das ein einmaliges Erlebnis. Ausgesprochen gut. Ganz klare Position von der Kanzlerin. Ganz klares Bekenntnis zu Mecklenburg-Vorpommern. Riesengroße Klasse. Bin sehr, sehr glücklich, sehr erfreut. Es ist etwas ganz Tolles, dass sie für uns noch die Zeit hat. Und man konnte in all den Jahren auch immer wieder feststellen, dass sie ein Herz für unser Land hat, für Mecklenburg-Vorpommern. Das zieht sich wie ein roter Faden durch.